Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wisst ihr, was für einen besonderen Tag wir heute haben? Weltherztag. Das Herz. Dieser Tag wurde ernannt, um die Wichtigkeit des Herzens und wie man es schützt, zu verdeutlichen. Das Herz ist ein wichtiger Teil unseres Körpers. Falls das Herz beschädigt ist, ist es eine schlimme Sache. Wenn wir den Arzt zur Behandlung einer Krankheit aussuchen, wisst ihr, was der Arzt zuerst untersucht? Zuerst wird untersucht, ob der Herzschlag in Ordnung ist, weil das Herzen eine wichtige Funktion hat. Nach dieser Untersuchung werden die anderen Untersuchungen erfolgen. Um gesund zu leben, ist notwendig, einen guten Kreislauf zu behalten. Dafür ist ein gesundes Herz sehr wichtig. Wisst ihr, was die Bibel über das Herz sagt? Sprüche 4, Vers 23 lesen wir: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Unser Herz ist uns sehr wichtig. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wir tun unser Bestes, unser Herz gesund zu halten, oder? Das Herz muss immer gesund bleiben. Bei Herzgefäßerkrankungen wird operiert, um das Herz gesund zu halten. Nur dann werden wir auch gesund bleiben. Um das Herz zu schützen, geben die Ärzte uns viele Ratschläge, zum Beispiel Änderung der Essgewohnheiten, uns mehr bewegen und so weiter. Der Hauptgrund sei, dem Herzen zu beschützen. Gleichfalls für ein gesundes geistliches Leben sollte die Beziehung zu Gott aufrechtgehalten werden, um das Herz zu beschützen. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. So lesen wir auch in der Bibel. Wir wissen nicht, wann und wie unser Herz sich verändern wird. Gott erforscht dem Herzen. So ist es auch in der Bibel geschrieben. Wir wissen nicht, was es in dem Herzen des Menschen gibt, aber Gott erforscht das Herz. In Markus 7, Vers 21 zu 23 sagt Jesus: Denn von innen aus dem Herzen des Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Dies kommt alles vom Herzen. Böse Gedanken, Geiz, Stolz kommen aus dem Herzen und verunreinigen das Leben. Deshalb muss unser Herz rein sein. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt: Selig sind, die reines Herz sind, denn sie werden Gott schauen. Wir können nicht in Gottes Gegenwart sein mit vielen Sünden in unserem Herzen. Die Idolen, die von Menschen erschaffen wurden, können betrachtet werden, aber können nicht mit Gottes Anbeten verglichen werden. Gott ist im Geist. In Gottes Gegenwart zu sein und ihn anzubeten, muss unser Herz rein bleiben. Wer kann denn unser Herz reinigen? Das Blut Jesu Christi wird allen unsere Sünden im Herzen bereinigen. Es ist wie folgt möglich. Falls ihr denn betet: Jesus, reinige mein Herz mit deinem Blut, wird unser Herz mit seinem Blut gereinigt und er wird uns ein neues Herz geben. Daher müssen wir sorgen, dass unser Herz immer rein und heilig bleibt. Die Ärzte empfehlen immer, dass wir unser Herz gesund halten. Gott sagt, dass wir achten sollten, dass unser Herz immer rein bleibt. Beide sind wichtig. Bitte beachtet an beide Empfehlungen. Dann sagt heute Gott: Ich gebe dir mein Herz. Gott, bleibe in mein Herz. Reinige mein Herzen heute. Entferne alle Sünden und sonstige Abfälle von meinem Herzen. Jesus wird euer Herz heute reinigen. Dann könnt ihr in Gottes Gegenwart sein, im Gebet mit ihm sprechen und er wird mit euch auch sprechen wollen. Ihr könnt dann die Herrlichkeit mit ihm zu wandeln erfahren. Dann legt eure Hand auf Herz. Diejenigen, die an einer Herzkrankheit leiden, Verengungen im Herzen haben, diejenigen, eine OP unterziehen müssen, legt eure Hand auf dem Herzen. Diejenigen, die befürchten, dass sie eine neue Herzinfarkt bekommen werden, es wird nichts. Legt die Hand auf den Herzen und Gott wird euch gesund machen. Die mit Herzkrankheiten, diejenigen, die ein schwaches Herz haben, diejenigen, die operiert werden müssen, legt eure Hand auf Herz. Sagt Jesus: Reinige mein Herz mit deinem Blut. Zweitens, berühre mich mit deiner Macht und gib mir ein neues Herz. Vater, wir legen unsere Herzen in deiner Hand. Reinige unsere Herzen mit deinem Blut. Mach es rein und heilig. Vater, wir legen unsere Herzen in deiner Hand. Reinige unsere Herzen mit deinem Blut. Mach es rein und heilig.
Lass deine heilende Kraft in den Herzen wirken. Alle, die mit Herzkrankheiten leiden und schwach sind. In Jesu Namen soll das Herz neu werden. Lass die Schmerzen und Leiden im Herzen verschwinden. Heile die Gefäße des Herzens. In Jesu Namen sollen die Verengungen im Herzen verschwinden. Gib uns allen ein neues, gesundes und heiliges Herz. Im Namen Jesus bete ich. Amen. Amen.